Moin Moin und Hallo, Diplomacy is not an option. Das haben wir vor ungefähr 2 Jahren schon mal gespielt. Jetzt kommt die Vollversion. Wir haben eine Vorabversion der Vollversion und ballern mal direkt rein und fangen heute mal mit der Kampagne an. Denn die ist, glaube ich, in der Vollversion relativ neu. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber die probieren wir direkt mal aus und machen mal hier den Weckruf. Ihr Großvater, Sir Duncan Ironbow, erhielt von König Sibyl der Sorglosen einen Lehen und einen Adelstitel, weil er 15 Ritter aus dem Inverland zerstückelte und einem anderen im Kampf um die Unabhängigkeit von Samraignia das Ohr abbiss. Das Lehen war selbst unter ihrem Großvater ein schlechter Ort gewesen, doch ihr Vater ließ viel davon verwüstet zurück, besonders den Weinkeller, als er sich bei der Hirschjagd das Genick brach, begann ihre Herrschaft. Als du jung warst, wolltest du ein Held werden, aber nach 16 Jahren friedlichen Lebens mitten im Nirgendwo hast du diese Träume zurückgelassen, denn im Gegensatz zu vielen anderen hast du bereits einen prächtigen Stammbaum und eine Burg. So, jetzt legen wir los, wir machen mal den mittleren der 3 Schwierigkeitsgrade Herausforderung angenommen. Das Spiel ist eine Mischung aus Burgenbau, Echtzeitstrategie und Tower Defense. Und hier in der Kampagne wird natürlich auch eine Geschichte erzählt. Von einem König, der lustlos in seinem Essen rumstochert. Warum auch immer. Er jede Lebenslust verloren hat. Wir werden es sicher erfahren. Ja, überbringt er schlechte Nachrichten. Oder auch gar nichts. Jedenfalls hat er noch ein bisschen Gold, wie man sieht. Ah, neue Vorhänge, alles klar. Und er muss wieder Geld abdrücken. Und noch mehr Geld abdrücken. Weil es muss aus Seide sein. Mit goldenen Rüschen. Mit der Goldkante. Okay, er langweilt sich fürchterlich, aber das wird sich gleich ändern. Oh. Und jetzt muss er wieder Geld abdrücken, 100 Pro. Seinen letzten Geldbeutel. Wer könnte das sein? Achso, wir müssen erstmal ein bisschen Geld abdrücken. Okay. Also das Leben des Königs. Eintönig, langweilig. Er braucht mal wieder, glaube ich, einen amtlichen Konflikt. Was jetzt schon wieder? Er steckt sich das so alles in die eigene Tasche. Ist das eine echte Sprache? Pukulta? Könnte sein. Wieso müssen wir Steuern zahlen? Wir sind doch der König. Oh. Ah, okay, die haben ihn überfallen. Den müssen wir eine Lektion erteilen. Wie bitte? Rebellen? Oh, jetzt wird es wenigstens abenteuerlich. Die Zeiten der Langeweile sind vorbei. So, nach einem relativ langen und semi-ereignisreichen Intro geht's jetzt endlich los. Weckruf, 28. April 1491. Das Feuer der Bauernrebellion ist plötzlich in meinem Leben ausgebrochen. Der Pöbel will mich, meine Familie und jeden, der in irgendeiner Weise mit dem Königshaus verbunden ist, tot sehen. Eine Schar bewaffneter Bauern stürmt auf mein Schloss zu und verwüstet alles, was ihre schmutzigen Haken erreichen können. So, Ziele der folgenden Mission. Alle feindlichen Angriffe abwehren, sonst werden sie sich der letzten Angriffswelle anschließen. Töte alle Rebellen im Tal, sonst werden sie sich der letzten Angriffswelle anschließen. Und Anzeigen der Ziele der Mission. Ja, das machen wir.
Okay. So, ich habe das Tutorial jetzt übersprungen, weil ich das Spiel vor 2 Jahren schon mal längere Zeit gespielt habe und irgendwie hoffe, mich nochmal dran zu erinnern, obwohl ich in der Zwischenzeit wirklich viele Vertreter dieses Genres auch gezockt habe und da kommt mein kleines altes Gehirn, mein... Richtig, warum auch immer ich das aus Versehen eingeblendet habe. So, folgendes passiert jetzt. Das hier ist erstmal unser Burghof, unser Burgfried, ich weiß nicht, wie man es nennen möchte. Das hier ist unsere Armee, die wir zu Beginn zur Verfügung haben. Dann gibt es verschiedene Rohstoffe, Holz, Stein, aber auch Lebensmittel diverser Art, wie zum Beispiel Beeren oder Fische, die wir abbauen müssen. Hier oben sehen wir verschiedene Informationen. Das ist unsere Bevölkerung, die wächst, indem wir zum Beispiel Häuser bauen und dann am nächsten Tag, glaube ich, kommen dann neue Leute dazu, die das dann auch bewohnen. Wir haben 10 Arbeiter frei, also 12 müssten logischerweise dann... Nee, warte. Doch, 12 müssten irgendwas machen gerade. Hier, das sind unsere Lebensmittel. Wir haben 50 aktuell eingelagert. Wir brauchen für den nächsten Tag 22, weil wir 22 Bewohner haben. Das bedeutet, wir haben für 2 Tage Vorrat, wenn ihr so wollt. Und dann haben wir hier noch 100 Holz gelagert. Kein Stein aktuell, kein Eisen aktuell, keine Seelenkristalle aktuell. Und Gold schon mal gar nicht. Das haben wir gerade im Intro gesehen, wo das geblieben ist. So, das heißt... Als allererstes sollten wir uns um Holz bemühen. Hier liegt, glaube ich, noch ein bisschen Holz rum. Aber wir sollten jetzt unsere Armee erstmal nehmen. Wir könnten sie jetzt auch aufteilen. Ich weiß aber nicht, wie viele Feinde sich hier in diesen Wäldern bereits aufhalten. Deswegen schicke ich sie erstmal hier rein und hoffe, dass wir nicht auf allzu viel Widerstand treffen und können dann diesen Wald hier mit einem Holzfäller erstmal versehen. So, hier sehen wir schon. Guck mal, da ist doch Action. Hier, da sehe ich doch. Da ist doch ein Feindeslager. Das werden wir zerschießen. Wir haben jetzt hier 3 verschiedene Einheitentypen. Das eine sind die Nahkämpfer. Dann haben wir natürlich die Bogenschützen und das mächtige Katapult. Und das war's schon für unsere Feinde. So, wir gehen mal ein bisschen weiter rein. Guck mal hier, zack, alles klar. Hier sind auch noch wieder welche so Pöbelleute, die hier mit Sensen und anderen Bauerngerätschaften versuchen, eine Rebellion voranzubringen. So, ich weiß nicht, was ist. Hier ist ein Riss in der Landschaft. Das sieht doch aber ganz gut aus. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Dann könnte mal einer, könnte mal hier... Ah, ne, warte, das ist... Oh. Von wegen, das ist ein Lager. Oh, hier gibt es noch mehr davon. So, während die kämpfen, ich mache mal kurz Pause, werden wir mal... die Einwohner können wir nicht direkt steuern. Werde ich mal einen rausziehen und den hier zu diesem Steinvorrat schicken. Und einen weiteren ziehe ich raus und schicke den zu dem Holz. Das können wir uns, glaube ich, gerade noch erlauben. So, das Katapulten macht hier, das ist sehr schön. Auf Distanz alles platt. So, der hat das Holz eingesammelt und der hat den Stein eingesammelt. So, wieder zurück, bitte. Und jetzt mache ich mal Pause und wir kümmern uns jetzt erstmal um die diversen Meldungen. Erstmal das hier. Mein Herr, zum ersten Mal in der Geschichte wird eure Burg gestürmt werden und falls wir jemandem erzählen sollten, wie es war, würde ich euch raten, einige Schritte zu unternehmen. Das machen wir natürlich. Also alle feindlichen Angriffe abwehren, klar, das ist noch gar nicht passiert, und alle Rebellen im Tal töten, da sind wir gerade ja schon bei. Jetzt müssen wir für eine Infrastruktur sorgen. Schieb mich, glaube ich, mal, kann ich mich noch ein bisschen, vielleicht ist es am besten, wenn ich links sitze. Vielleicht ist das für alle Beteiligten noch besser. Denn, da ist auch ein... ich quetsche mich hier so rein. Na, so geht das schon. So. Wir bauen jetzt hier erstmal ein Sägewerk. Genau. Hier sehen wir den Radius, den das Ding hat. Das heißt, hier ist das eigentlich gar nicht schlecht. Da haben wir sehr viel mit drin. Ich wollte es eigentlich mal drehen. Brauchen wir vielleicht auch nicht. So, da ist jetzt das. Und das wird jetzt gebaut. Dann müssen wir gleichzeitig zusehen, dass wir unsere Bevölkerungspotenziale noch ein bisschen erhöhen. Vielleicht dann hier nach hinten raus. Wir lassen mal eine Straße frei. 1, 2. Machen wir mal 3 neue Häuser. So, damit hier schon mal ein bisschen Bewegung reinkommt. Jetzt haben nämlich die Bewohner hier auch was zu tun. Ach ja, eine Sache noch, weil ich das hier gerade sehe. Haus des Bärenpflückers. Ich sehe hier gerade wunderbar 6 dicke Bärenbüsche. Die sollten wir natürlich dann auch direkt hier mal so schön
damit reinsetzen. Und ich sehe, wir haben hier Fische und wir können auch eine Fischerhütte direkt hier ransetzen. So, das heißt, unsere Nahrung wird da auch direkt gesammelt und gefangen. So, und die Bauern machen wir jetzt hier platt. Immer schön zusammenbleiben. Man weiß ja nicht, wie groß die noch werden und erstmal aus der Distanz. Das ist ganz praktisch, weil dann müssen die zu uns kommen. So, wir haben jetzt schon 8 von diesen Seelenkristallen. Da können wir magische Zauber. Magische Zauber ist auch ein bisschen leicht doppelgemoppelt, aber da können wir halt Magie wirken. Guck gerade mal, wo das nochmal war. Da gibt es dann sowas wie eine, weiß ich nicht, irgendeinen Blitz, der in den Boden fährt und den Feind vernichtet oder so. Forschung gibt es auch. Das haben wir schon. So Rathaus, also man kann das Rathaus aufwerten und bekommt dann neuere Sachen. Wir können fortgeschrittene Werkzeuge erforschen, Baumeistergilde, bequeme Schuhe. Ja, das muss man natürlich auch alles machen. Das kostet jetzt in dem Fall 40 Holz. Wir haben 68. Ich würde vielleicht die Forschung noch einen kleinen Moment zurückstellen, dass wir erstmal wichtige Gebäude... Oh, hier, der ist leider nach vorne geprescht. Guck mal, das wird uns direkt zum Verhängnis. Den bringen wir mal in Sicherheit. So. Haben wir den, guck mal, das ist nämlich jetzt gerade ein kleines Problem. Die sind zahlreich hier, die Johnnies. Aber... Müssen wir mal gucken. Also so langsam unsere Nahkämpfer... Müssen gleich mal eine Kaserne errichten. So, das war jetzt schon ein bisschen gefährlich. Da kommen jetzt weitere. Unser Katapult hat eine gute Reichweite. Und solange die einzeln kommen, ist das wunderbar. Die zerpflücken dann die Bogenschützen. Oh shit. Okay. Das ist gerade ein Problem. Ich gehe mal zurück. Und... wir müssen mal eben gucken. Kaserne kostet 80 Holz. Da sind wir noch nicht. Wir müssen ja in die Nähe auch nochmal ein Lagerhaus bauen. Der Weg ist sehr weit, glaube ich. Vielleicht auch hier bei den... Minen noch. Okay, ich weiß nicht, ob wir das jetzt überleben. Das sind dann doch sehr viele. Das Katapult ist recht langsam. Ah, die bleiben stehen. Sehr gut. Gut für uns. Die kommen uns nicht hinterher. Dann richten wir uns ein bisschen weiter hinten ein und werden jetzt unsere Wunden lecken. Wir haben jetzt 80 Holz. Das ist gut. Weil wir jetzt eine Kaserne errichten können. Das machen wir mal. Das ist nämlich ganz schön wichtig, weil ohne Kaserne können wir keine neuen Truppen bauen. Und ohne neue Truppen werden wir hier nicht mehr lange ein Königreich haben, was wir verteidigen müssen. So, da kommt unsere Kaserne hin und dann pumpen wir gleich mal ein paar neue Einheiten nach. Was ist da? Oh, da locken wir schon wieder Leute an. Das Katapult verrichtet seine Arbeit. Wir müssen noch ein bisschen aufpassen, dass da nicht wieder eine ganze Schar kommt. Kaserne ist im Bau. So, wir sehen jetzt hier oben ganz kurz 16 freie Arbeiter. Wir haben hier schon 33 Leute. 45 ist das Potenzial, was wir haben. Das wird sich natürlich auch auf die Nahrung auswirken. Also aktuell gelagerte Nahrung 35 und natürlich jetzt durch den Bevölkerungszuwachs von 33 eben waren 22, also 11 haben wir dazu bekommen. Dementsprechend verbrauchen wir auch mehr Nahrung. Wir produzieren natürlich jetzt ja auch ein bisschen was. Fischerhütte ist voll und Haus des Bärenpflückers auch. Also da müssen wir natürlich aufpassen, dass wir jetzt nicht zu viele Leute produzieren und zu wenig Nahrung haben. So, hier ist jetzt ein bisschen Action. Hier ist auch nochmal, da können wir vielleicht auch noch eine zweite Bärenpflückerhütte bauen. Finde ich hier eigentlich ganz gut. Reicht das, wenn die da so drin ist? Ja, ne? Das muss schon passen, so. Okay, und jetzt ist das jeden Moment fertig. So, jetzt werden wir mal ein paar
Nahkämpfer ausbilden und dann noch ein paar Fernkämpfer, dass wir unsere Armee vergrößern. Das ist, glaube ich, relativ wichtig. Und die können wir hier, da machen wir mal den Sammelpunkt. Okay. So, da wird jetzt hier diese zweite Bärenpflückerhütte gebaut. Relativ wichtig. Katapult können wir zu Beginn noch nicht bauen hier. Deswegen ist es relativ wichtig, dass wir das auch schützen, das Katapult. Hier unten habe ich auch noch ein bisschen Fischpotenzial. Und wir müssen gucken, dass wir auch noch mehr Holz holen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt hier noch eine zweite Hütte reinsetzen sollte. Weil eigentlich, guck mal, ich könnte jetzt hier auch das verkleinern. Vielleicht könnte ich da sogar noch eine zweite reinsetzen. Ich habe das noch nicht so probiert. Was passiert, wenn wir hier ein zweites Sägewerk hinsetzen? Müsste doch eigentlich gehen. Ist doch genug Holzpotenzial. Machen wir einfach mal und machen den Radius ein bisschen kleiner. So. Und da müssen wir natürlich auch hier unsere Truppen mal einmal hinschicken, um sicher zu gehen, dass hier nicht noch irgendwelche Rebellen im Wald wohnen, die dann unseren Arbeiter jetzt hier attackieren. Das wollen wir natürlich nicht. So, klären wir hier nochmal ein bisschen auf. Da ist schon wieder... Oh, hier ist schon wieder... Unfrieden am Start. So, jetzt haben wir, glaube ich, unser Bevölkerungsmaximum bald mal ausgeschöpft hier. So, die kommen jetzt hier nach. Okay, jetzt gibt es hier ein bisschen Ärger, aber... Die kommen jetzt dahin und helfen ein bisschen. Ah, das sieht gut aus. So, und hier sind Steine. So, da kommt noch einer raus. Hier sind Steine, das heißt, hier können wir jetzt gleich mal gucken, dass wir eine Steinmine bauen. Oh, da brauchen wir aber noch mehr Leute für. So, wir bauen einfach mal... Haben wir noch die Materialien für neue Häuser? Nope, dafür brauchen wir mehr Holz. Aber Holz haben wir jetzt ja mit zwei Hütten auch in Auftrag gegeben. So, wir clearen nochmal so ein bisschen hier jetzt die Gegend. Wollen mal so einen kleinen Radius. Oh, hier. Das kann das Katapult machen und dann kommen die zu uns gelaufen. Jetzt sind die angelockt, kommt zu uns. Ist besser, dann können wir die einzeln wegpflücken. Wo wir jetzt ja auch schon eine recht gute Armee haben. Muss man sich nicht fürchten. Aber so kommen die gar nicht an uns ran und können auch keinen Schaden machen. So, der eine können wir hier den schönen Wagen einsammeln. Da sind immer so Ressourcen drin. Das war jetzt in dem Fall Nahrung. So, weg mit euch. Sehr schön. Dann, oh, da ist auch noch irgendwas, alles klar. Holen wir uns erstmal hier die Ressourcen. Einer ist hier noch am Start. Oh, okay, da müssen wir aufpassen, dass der hier nicht von hinten unser Katapult platt macht. So, hier gibt es Leckerlis. Und auch noch ein bisschen Stein. Oh, fuck. Okay, das sind viele. Jetzt stellen wir uns mal neu auf. Und da geht gerade noch nichts. Jo, das Katapult legt los, lockt die an und dann kommen die immer so einzeln. Das ist natürlich fantastisch. Ja gut, die laufen auch zurück, das finde ich ganz gut. Die sind nicht so dumm. So, wir locken die wieder raus. Ihr geht nach Hause. Nee, du gehst zurück. So. Sind halt auch, ist halt Bauernvolk, ne? Die sind nicht so gut ausgebildet, die sind, haben nicht so die gute Disziplin. Es gibt aber viele von denen. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir unsere Leute hier nicht verlieren. Der hier zum Beispiel ist schon arg angeschlagen. So, aber das war erfolgreich. Da ist noch einer. Okay, und wir ziehen jetzt hier mal weiter. So, hier sind noch ganz schön viele Leute.
Nicht so wenige. So, wir haben 69 Holz. Wir müssen... Da liegt auch noch ein bisschen was rum. Wir müssen die Produktion ein bisschen erhöhen. Holz ist wichtig. So, zack. Guck mal, hier haben wir auch schon einen verloren. Okay, und den nehmen wir auch noch mit, diesen magischen, alles klar. Und da haben wir auch noch was liegen, das sind Nahrungsmittel. Die sind aber, die sind voll, wir müssen eigentlich neue Lager bauen. Also, wie das war, ne, plus 0, das war dumm, das können wir gar nicht nutzen. So, hier war irgendwo, war ja richtig Action noch. Stellen wir erstmal da hin. Und gucken mal, was wir jetzt noch machen können. Wir können jetzt vielleicht mal ein Lager bauen. Kornspeicher und Lager. Das hätten wir vielleicht auch schon ein bisschen früher machen sollen. Und bauen mal ein Lager hier zwischen diese beiden Holzfäller. Jetzt können die das beide beliefern. Und einen Kornspeicher brauchen wir in jedem Fall auch. Den können wir doch super so zwischen die Fischerhütte und die Sammlerhütte machen. Wichtig, okay. Gut. Und dann vielleicht auch noch neue Häuser. Gibt's hier? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Ein- und Ausgang ist relativ egal. Kann ich das drehen? Ach, da war der, da steht's. Q oder E. Machen wir mal so. Straßen braucht man ja nicht, aber okay, so müsste es klappen. Oh, okay, jetzt kommt eine Welle. Die erste Welle kommt von hier. Gott, ich hoffe, wir überleben das. So, wir haben jetzt noch nicht so schrecklich viel Verteidigungsanlagen gebaut. Lass ich mal schnell schauen, ob wir vielleicht Holz mal hätten wir alles machen können, haben wir aber nicht gemacht. Den Turm kriegen wir jetzt auch nicht mehr gebaut. Wir haben zwar die Ressourcen. Das kriegen wir, glaube ich, jetzt nicht mehr gebaut. Ich glaube, das wird nichts. Mal schauen. Können wir das priorisieren? So, jetzt hat es die oberste Priorität bekommen. Ich hoffe, das werden nicht zu viele. Wie viel können wir noch bauen? Ein bisschen nachpumpen. Das ist der erste Angriff, ne? So, da geht's los. Der kann hier auch stehen bleiben, eigentlich. So. Und jetzt werden wir mal Folgendes machen. Wir nehmen unsere Archer und die kommen auf den Turm rauf. Dann haben die eine größere Reichweite. So, die haben direkt was zerstört, was überhaupt nicht in meinem Sinne ist. Und die kommen mal sowas von dahin. So, der Turm ist zum Glück noch fertig geworden, aber wir haben unseren Holzfäller verloren. Nicht gut genug aufgepasst. Okay. Ich glaube, das war's. So, mein Herr, erlauben Sie mir, Ihnen eine Schar von ungewaschenem Abschaum vorzustellen, die es gewagt hat, sie herauszufordern. Okay. Nun, mein Herr, anscheinend suchte das hungernde, mittellose Gesindel einfach nach einem Weg, in Würde zu sterben. Wie es sich für einen weisen Hirten gehört, habt ihr eure Herde in die richtige Richtung gewiesen. Ja, so sehe ich das auch. Okay. Wir sollten als erstes direkt unsere zweite Holzfällerhütte nachbauen. Die war... Ich glaube, sie war hier irgendwo. Denn wir brauchen dringend die Ressourcen. Sägewerk Nummer 2. Ich glaube, das war hier so. Nee, oh, das bitte wegmachen. Das war ein Fehler. Ich hoffe, ich habe da jetzt noch nichts für bezahlt. Okay, den Turm wollen wir direkt wieder... alle Mann abziehen, genau. Alle sollen hier rausgehen, weil ich jetzt meinen Trupp wieder sammeln möchte, um ein bisschen wieder zu kämpfen. Ja, die Rest, die Bauern, die sich hier niedergelassen haben, die will ich direkt einmal weg haben. Wie sieht das aus? Hier ist der Kornspeicher, das heißt, wir können jetzt 150 Lebensmittel aufnehmen. Und hier ist das Holzlager, das ist auch gut, da können wir, sind die Wege nicht so weit. So, hier gibt es wieder direkt Action. Mist, bin ich komplett zu früh reingerannt, das war blöd. Mal Aufstellung nehmen. So.
Okay, die haben wir weg. Hier sind die nächsten Feinde. Ja. Ich glaube, die haben wir schon so ein bisschen, hatten wir die schon angekokelt, die Sachen. So. Die kommen jetzt auf uns zu, das ist gut. Tobi ist mal wieder zurück. Gute Taktik, oder? So. Hier, jetzt wird deren Dorf zerstört. Der hier hat die Ehre, sich diesen Diamanten da zu holen. So. Nein, oder nicht. Jetzt. Okay. Das muss man manuell machen, das machen die leider nicht automatisch. So, hier ist das nächste. Aber die kehren alle an ihren Platz zurück. Ja. Let's go. Ja. Okay, easy peasy. Unsere Armee hat eine ganz gute Größe gerade. So, und nach vorne. Hier liegen Lebensmittel. Können wir diesmal sogar einladen, wenn sie nicht verschwenden. So. Man muss immer gucken, dass wir hier eine gute, dass wir hier nicht zu wenig Lebensmittel haben. Am Vortag produziert 15, morgen benötigt die Nahrung 42. Ja. Wir müssen auf der Hut sein, dass wir nicht zu wenig haben. Wie sieht es denn hier aus? Hier könnten wir auch nochmal Holz bauen. Und müssen dann aber aufpassen, vielleicht gehen wir eher in diese Richtung. Denn ihr habt ihr gesehen, da kommen dann so Gegnerwellen. Und wenn jetzt meine Ressourcen produzierenden Gebäude zu... Wenn die zu weit weg sind von meiner Base, kann ich die natürlich schlecht schützen. So. Der läutet den Angriff ein. Sehr gut. Das brauchen wir nicht mehr hingucken, das machen die alleine. Da sind auch noch Feinde. Als nächstes sollten wir nach Norden ziehen, wenn wir die gemacht haben. Okay, die sind weg, das ist gut. Dann, du holst dir mal hier die Nahrung und den Stein. Und die machen den Rest hier platt. Was ist mit euch? Die hingen immer an so einer Leiche, da sind nicht weitergekommen. Gestolpert. Okay. Sehr schön. Ah, okay, da kommen die nächsten. Gut, wir haben schon eine gute Position. Und pflücken die weg, die armen Bauernleute, ne? Tja, selber schuld. Die wollten ihre Steuern nicht zahlen. Warum sind die auch so wütend? Okay. So, dann du sammelst das ein hier. Bupp. Und hier, der da, der Rekrut darf die Lebensmittel einsammeln. Obwohl, warte mal. Ah, nee, warte. Ah, egal. Das war, ich wollte es noch abbrechen. Das war verschwendet, denn die Lager sind zu voll. So, jetzt gehen wir mal nach Norden, um so ein bisschen hier diese Seite auch noch zu clearen. So, da ist das nächste Dorf. Das wird jetzt auch ausgeräuchert. Hallo Leute. Da sind nicht besonders viele Bauern, aber dicht an meinem Haupthaus. So, hier sind super viele Bären. Das ist natürlich eine Einladung, hier noch einen Pflücker zu machen. Allerdings ist hier erstmal, müssen wir erstmal bereinigen. Hier, jetzt guckt euch das mal an, die sind richtig sauer. Vielleicht sollte ich die dann mal danach ziehen. So, hier sind auch noch relativ große Truppe. Die machen das schon. So. Wir brauchen ein weiteres Lager für unser Essen. Sonst verschwenden wir das. Oder kann ich das aufwerten? Ja, kann ich. Warum müssen wir aber erstmal das Rathaus aufwerten? Dafür brauche ich 150 Holz und 100 Steine. Und Steine sollten wir jetzt mal langsam anfangen abzubauen. Und wir haben ja hier direkt relativ viel Steine. Ich weiß nicht, was hiermit ist, ob wir das machen können. Dann lass uns mal eine Steinmine bauen. Eins. Hier darf ich, glaube ich, nicht. Leider. Zwei. Das ist echt ärgerlich. Drei. Wir ballern die einfach komplett zu. So. Zack. Und dann werden wir noch ein Lager bauen müssen. Und zwar machen wir das natürlich dann hier so direkt zwischen die ganzen Minen, ne? Gott, hoffentlich können wir das verteidigen. Können wir dann... Na, müssen wir mal schauen. Da müssen wir auf jeden Fall hier schon Mauern bauen.
Das machen wir jetzt auch platt. So, wir haben 60 Steine. Wir können noch mal ein paar neue Häuser bauen. Und zwar so ein. Oh, was? Das ist auch eine größere Schlacht. Naja. Da ist noch ein bisschen was los. So, das Haus wird gebaut. Die Steindinger sind fertig. Sehr gut. Ich weiß natürlich jetzt auch nicht genau, von wo die nächsten Angriffe kommen. Dann müsste ich irgendwann natürlich wieder mal ein paar Türme bauen für die Archer. Irgendwann werde ich komplette Mauern natürlich bauen. Ist ja klar. Oh, da. Von hier oben kommen sie. Irk, das ist ein bisschen blöd. Okay, das Ding wird das zerschrotten. Dann gehen wir mal ganz schnell hier hin. Und dann baue ich nochmal einen Turm. Für die Archer. Einen Holzturm können wir uns sogar leisten. Und der wird dann, guck mal, hier kommen dann diese Häuser hin. Hier ist doch, glaube ich, ein ganz guter Platz. So. Und den müssen wir in der Priorität nach oben setzen. So. Alles klar. Das sieht ganz gut aus. Hoffe ich doch. Hier haben wir noch ein bisschen was zurückgelassen. Aber das holen wir uns später. Wichtig ist, dass wir den großen Angriff, der von Norden kommt, abwehren können. Und im Idealfall mit einem schönen Turm. The city is under attack. Oh, was? Hier? Was soll das denn? Sind die wahnsinnig? Das ist aber blöd. Die machen mir hier mein Nahrungslager kaputt. Sehr unangenehm. Unangenehme Leute. Guck mal hier, der lässt sich davon gar nicht stören. Ja, sehr gut. Okay. So, Truppe wird vergrößert. Der Turm ist fertig, das ist gut. Das heißt, wir können unsere Archer auf den Turm schicken. Wir haben noch ein paar... So, jetzt können wir theoretisch... Aber das werden wir nicht mehr schaffen, eine Mauer zu bauen. Aber ich hoffe einfach mal, dass das auch so funktioniert. So. Die nehmen mal so Aufstellung. Hier ist ja auch jetzt nichts mehr, was sie kaputt machen können. Das sollte hinhauen. Hoffe ich einfach mal. So, wir können nichts Neues bauen. Gut, jetzt haben wir das. Das ist gut. Denn jetzt wird Stein produziert. Das ist gleich fertig. Und Holz müssen wir ein bisschen ausbauen. Hier ist doch auch ein super Ort für ein weiteres Sägewerk. Oder muss ich erstmal neue Menschen haben? Okay, wenn das fertig ist. Wir haben nicht genug Arbeitskräfte, die dort reingehen könnten. So, aber da kommt gleich der Angriff. Wenn wir irgendwann genug Steine haben, und das sieht ja ganz gut aus, hier sind jetzt ja, die kann ich ja nun mal nicht nehmen. Ich weiß nicht, ob ich die Büsche, kann ich theoretisch, glaube ich, sogar abreißen. Und dann hier die Steinmine noch bewirtschaften. Aber das ist jetzt für den Moment mal okay. So, das ist das Lager. Das heißt, die Wege sind sehr kurz. Die Leute können das dann hier einlagern. Wir haben direkt auch ein bisschen mehr Kapazität dann dafür. So, hier ist auch noch ein Wagen mit Holz. Den kann ich aber... Huch, wo? Alter Schwede, da kommt mal so vereinzelte. Da. Warum macht er das? Die müssen wir jetzt abziehen. Und hoffen, dass der nicht schnell dabei ist, das zu zerstören. Naja. Er kann das, also Sachen kaputt machen kann er ganz gut.
Warum er der jetzt wieder herkam. The city is under attack. Ja, ich höre. Ich sollte vielleicht auch immer so ein bisschen Reservetruppen hier in allen Himmelsrichtungen positionieren. Vielleicht zum Beispiel diese beiden Archer einfach auf diesen Turm rauf. Damit, wenn irgendwas ist, dann können die den Feind aufhalten. So, jetzt kommen hier die Feinde. Das Haus ist fertig, das ist schon mal sehr gut. Eigentlich müssten wir jetzt wieder, ja, so sieht's aus, neue Potenziale hier haben. Die schicken wir direkt dahin. So, jetzt kommen die irgendwo angelaufen. Ich weiß nicht, von welcher Seite die kommen. Ja. Man hört schon deren Horn, ne, deren Kriegshorn. Das ist die zweite von vier Wellen, die wir überstehen müssen. So, Stein wird eingelagert, das heißt, wir können demnächst auch mal, da kommen sie, unser Haupthaus upgraden. Eieieiei. Das ist schon amtlich. Oh shit. Oh ja. Nicht so wenige. Aber das kriegen wir hin. Vielleicht haben wir auch eigene Verluste. Aber der Turm macht schon eine Menge aus, weil die Archer natürlich dann, ja, sehr gut, da nicht angegriffen werden können. Das ist doch fantastisch. Das hat doch gut geklappt. Ich weiß gar nicht, heilen die sich eigentlich in der Nähe meines Haupthauses? Muss doch eine Möglichkeit geben, die zu heilen, oder? Heilen die sich jetzt? Oh ja. Vielleicht, wenn ich die da reinschicke. Natürlich nur die Archer rein. Moving. Wir werden sehen. Die sollen auf jeden Fall erstmal wieder raus. Hey. Hallo. Abziehen. So. Denn wir müssen ja noch ein bisschen den Rest hier ausräuchern. Da machen wir auch mal abziehen. Hallo. Ich lasse aber zwei drinne. Wo ist jetzt schon der Action? Wo? Hier. Sind die wahnsinnig? Eieiei. Hier sollten wir vielleicht auch nochmal einen Schutzturm hinsetzen. Provisorisch. Aber ich würde auch gern das hier mal ab. Ja, ja, so. Sehr gut. Das können wir jetzt upgraden. Sehr schön. Okay. Sehr gut. Dann. Wir müssen ja auch das, die ganze Karte hier ausräuchern. Dann machen wir jetzt erstmal hier oben die platt. Wir haben 9 Holz. Wir wollten hier nochmal Holz bauen. Wir brauchen aber natürlich neue Arbeitskräfte. Neue Arbeitskräfte kriegen wir nur, wenn wir Häuser bauen. Die kosten 20 Holz, können wir uns gerade so leisten. Okay. So, jetzt wird dieses Katapult, glaube ich, wieder anfangen zu schießen. Wir können mal schauen, dass wir... Ah, da brauche ich sogar auch 40 Holz für den Steinturm. Naja, gut. Ja gut, das ist auch kaputt. So, dann können wir mal hier die Sachen noch einsammeln. Und hier diese Nahrung einsammeln. Ich weiß gar nicht genau, was da drin ist. Oh, fuck. Hier sind auch ganz viele an sich hier verkrochen. Das war Holz, sehr schön. Boah, da kommt... Alter. Die haben sich hier in der Dunkelheit verschanzt. Müssen wir mal ein bisschen was machen jetzt. Okay, sehr gut, die sind weg. Mal hier in den Wald reingucken, dass wir vielleicht diese eine Ecke hier schon mal... Oder ist noch was?
Oh, ein Langhaus. Richtig groß. Oh, das ist richtig Action. Die sind hier in den Bäumen, haben die sich verkrochen. Ja, das sind alles Rebellen, ne? Ja. Hier ist auch noch ganz schön was los. Uiuiui, da müssen wir aufpassen. Das ist ein richtig großer Stützpunkt. Da sieht man auch hier richtig viele rote Punkte. Da ist auch noch einer. Nicht mehr lange. Okay. Oh, da kommt auch noch einer angewackelt. Vielleicht mal einen hier explizit rausziehen, der mein Katapult schützt. So. Und die nächste Langhütte wird zerschreddert. So, Katapult gibt ordentlich Damage von da hinten. So, was ist mit den Archern? Machen die auch nochmal mit, oder? So, hier sind die Reste. Wichtig, wichtig, wichtig. Zwei Angriffswellen müssen wir noch überleben und natürlich die Rebellen töten. So, jetzt lass uns mal eben schauen. Das ist gleich fertig, das Upgrade des Haupthauses. Dann haben wir natürlich wieder neue Möglichkeiten. Ab und zu mal so die Ressourcen checken. Hier wollten wir... geht immer noch nicht. Da müssen wir dann erstmal neue Wohnmöglichkeiten bauen. Und machen wir jetzt einfach. Bin nicht sicher, ob das mit dem Eingang wichtig ist, dass ich den in eine bestimmte Richtung drehe. Oder ob das egal ist. Man sieht ja hier einen Eingang, ne? Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch egal. So, wie sieht's aus mit Nahrung? Den haben wir genug. Fassen wir mal diesen Nahrungswagen nicht an. Aus Versehen drüber gelaufen. Mega dumm. Das ist... Stein, den können wir gerne mitnehmen. Oh. Ja, dann haben wir hier auch alles geklärt. So, dann schön weitergehen. Wir müssen ja alles was... Ah, guck mal, da ist noch was. Das wollen wir auch noch mitnehmen. Alles was rot ist, muss aus der Karte verschwinden. Super. Was? Wo? Ne, ist alles gut. So, ich wollte hier noch einen Turm bauen. Ich glaube, so ein Holzturm reicht fürs Erste. Hier. Wo dann ein, zwei Bogenschützen einfach dauerhaft stationieren können. So, hier ist jetzt richtig Action wieder. Auch noch so ein großes Nest hier gefunden. Und so, wir haben jetzt wieder genug. Machen wir eben Pause, um ein weiteres Sägewerk zu errichten. Und vielleicht ergibt es dann auch Sinn, noch ein weiteres Lager. Was wir haben, haben wir. Nee, das war falsch. Lager ist hier. Oh, guck mal, wir können jetzt auch größere errichten. Das ist gut. Das ist nicht so weit weg, aber ich glaube, so ein kleines hier, jeder Meter, den wir sparen, außerdem erweitert das ja auch meine Kapazitäten. So, jetzt haben wir hier gerade ein massives Problem. Nee, also wir haben gar kein Problem, aber hier wird auf jeden Fall nur eifrig gekämpft. Die hauen auch nicht ab, ne? Das find, ich meine, das nötigt mir ja schon fast Respekt ab, dass die so tapfer sind, dass sie nicht abhauen. So, hier ist noch eine Hütte. Häuser hier sind fertig, das ist gut. So, muss alles weg. Dann lass uns doch einfach nochmal weitere Hütten bauen. Oh, wir können sogar die großen bauen hier, das ist gut. Dann bauen wir mal
hier. Oh, guck mal, da stehen wir schon so ein bisschen hier im Weg. Aber es ist, wie es ist. Sollen wir mal die freilassen, damit die Wege nicht so lang sind. Aber da brauche ich jetzt eh eine zweite Hütte. Ja, machen wir mal so. Dann ist hier im Zweifel noch ein bisschen Weg frei. Finde ich gut. Genau. Das sieht alles gut aus soweit. Die marschieren mal weiter. Das ist Nahrung. Die können wir diesmal mitnehmen. Und auch das Holz nehmen wir natürlich mit. So, und jetzt gehen wir hier runter. Da ist noch mehr Holz. So. Da ist die nächste Action. Okay, da müssen wir uns jetzt drauf vorbereiten. Von hier unten kommt jetzt die nächste Angriffswelle. Dann machen wir es einfach so, dass wir hier noch einen weiteren Turm bauen. Wir können auch einen aus Stein direkt errichten. Der ist natürlich ein bisschen teurer, aber 18 Stein, das können wir uns easy erlauben. Wir können dann auch das Katapult da drauf setzen. Das ist gar kein Problem. Und den können wir sogar upgraden hier. Komm, graden wir den einfach ab. So, da wollen wir die Priorisierung einmal erhöhen. Dass sie rechtzeitig fertig werden. Wir können auch hier... Ah ne, dürfen wir noch gar nicht. Oh, da haben wir direkt wieder ein dickes Nest. Mit euch. Wir machen einfach nicht mit. Das ist ja eigentlich schon desertieren, oder? Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Sehr schön. Was war da noch? Irgendwas war da noch. So, hier haben wir Holz. Da ist noch eine Feindeshütte. Oh, hier. Oh, bap. Nicht leichtsinnig werden hier. Dürfen wir nicht unterschätzen, die Bauern. Wir müssen auch noch runter. Das ist nämlich ein relativ weiter Weg. So, und jetzt gehen wir mal ganz schnell hier runter. Nicht, dass die Truppen mal irgendwann kommen und meine Soldaten sind noch zu weit weg. So, was wir jetzt auch mal gucken können, ist... Also, wir können einen Obelisk bauen, der schaltet die Zauber frei. Wir haben jetzt ja schon 37 Mana-Kraft. Und wir können die zweite Kaserne, beziehungsweise wir können die Kaserne upgraden. Und dann können wir Bauernhöfe können wir jetzt auch bauen. Dafür brauchen wir aber Eisen. Dann müssen wir erstmal die Ressource uns besorgen. Lass uns nochmal in die Forschung gehen und jetzt haben wir nämlich das zweite Rathaus. Jetzt können wir hier eventuell auch nochmal ein paar Sachen erforschen. Dauert 1,30. Nehmen wir. Ist das jetzt schon? Ich hoffe mal, das ist jetzt schon eingeloggt. Da sehen wir es, genau. Verbessern wir unsere Bogenschützen mit. So, da kommen die Leute alle. Das sind gar nicht mehr so viele. Ah, müssen ein bisschen aufpassen. So, das wird jetzt noch abgegradet. Dann haben wir zwei Türme. Das soll, ja, hoffentlich reicht das. So, dann schicken wir die darauf. Ich glaube, wir brauchen hier jeden Mann. Ich ziehe die hier auch mal eben raus. So, die kommen auch nochmal mit. Ah, sind wir keine Minute zu früh gekommen. Der ist gleich fertig. So. Ja. Okay. War ganz schön viel, ne? Die gehen da nochmal drauf, die Archer. Oh, oh. Die sollten mal hier die Prio hochstellen. Das braucht eventuell neue Leute. Da ist natürlich jetzt das eine Katapult gar nicht schlecht, aber Heidewitzka. Das sind viele. Vielleicht war das ein bisschen zu leichtsinnig von mir.
Oh, oh, oh. Ja, das wird schon nochmal klappen. Bogenschützen regeln. Ach, das ist ein brauner Leiberteppich von den Feinden hier. Prallen die alle an meinem Turm ab. Aber ich habe auch viele Leute verloren. Das ist nicht so gut. Der ist gleich fertig. Hier können wir ein bisschen was nachpumpen. So. Die können dann wieder raus. Die auch. Wir haben immer noch die Aufgabe, hier die restlichen Behausungen der Leute zu zerstören. Hier steht noch ein einsamer Recke. Der geht mal dahin. So, hier, das habe ich verloren, ne? Ist natürlich klar, je weniger Einheiten man hat, desto mehr verliert man auch. Jetzt habe ich da den Wagen schön liegen lassen, ne? Aber ist egal. So, was ist hier? Warum wird hier nicht mehr gearbeitet? Keine Fische in der Nähe, wieso? Sind die zu weit weg? Kann ich hier den Radius noch ändern? Warte. Reparatur. Das finde ich jetzt ein bisschen komisch. Ich dachte, warte. Okay, muss ich quasi für jede einzelne Ressource... Wie viele Fische sind denn da überhaupt zu haben? 210? Erscheint mir jetzt ein bisschen wenig, ehrlich gesagt. Kann ich den verschieben? Nee. Das ist ja blöd. Kann man das upgraden? Nee, auch nicht. Ja, keine Ahnung, das ist ja, muss ich jetzt für 200 Fische jedes Mal so eine Hütte da bauen? Das erscheint mir noch ein bisschen arg albern, aber es kostet auch nur 12 Holz, ne? Das ist dann nicht so schlimm. Kann man ja leben. Aber dann kann ich die hier direkt abreißen. Werden wenigstens die Arbeitskräfte frei. Okay. Jetzt haben wir erstmal ein bisschen Ruhe hier. Wir brauchen aber ganz dringend so. Jetzt haben wir hier ein paar neue Einheitentypen. Armbrustschütze. Speerkämpfer. Da brauchen wir Eisen für. Ein Heiler. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Und einen Axtkrieger. Der müsste natürlich besser sein als ein Schwertkämpfer. Nehme ich mal an, oder? Wir müssen ein paar Nahkampftruppen nachpumpen. Weil wir ja sehr viele verloren haben. Das meiste sind Archer. Und wir könnten jetzt mal anfangen, Eisen abzubauen. Und das wäre hier. An dieser Stelle. Steinmine, Steinmine, Eisenbergwerk. Was soll denn hier sein? So, dann haben wir da zwei Eisenbergwerke und können eigentlich im Prinzip da direkt noch ein neues Lager errichten. So, vielleicht kann ja der Holz-Johnny da auch hingehen, wenn er Lust hat. So, okay. Jetzt haben wir sehr viele Bauaufträge. Das dauert natürlich, bis sie fertig sind. Jetzt sollten wir den Häusern hier eine Priorität einräumen. Dass wir da neue Einwohner bekommen. So. Währenddessen kommen hier unsere neuen... Ah nein! Also noch eine Sache. Man braucht Friedhöfe. Und zwar... Die Leichen, die hier rumfliegen... Da, Friedhof. Das ist nicht so unwichtig. Die Leichen, die da vor sich hin gammeln, die sorgen für Krankheiten. Deswegen müssen wir mal einen Friedhof bauen. Etwas abseits vielleicht, aber nicht hier direkt an der... Weiß ich nicht, wo wollen wir den hin? Ein bisschen weiter weg hier vielleicht. Das muss man Prio haben jetzt leider, denn das vergammelt hier und dann werden die alle krank. Wollen wir ja nicht. Ja. So. Heidet aus. Ja, ja. Okay. Ja, die sind alle wieder voll ausgelastet, aber jetzt geht es hier ein bisschen los. Hier wird wenigstens jetzt gebaut. Das ist gut.
Die hier sind schon krank, wahrscheinlich. Ja, die sind krank. Und das liegt daran, schätze ich mal, dass hier überall Leichen rum... Oh, warte. Nee. Wir haben nicht genug Essen. Das war ein Problem. Okay, dann müssen wir das hier ganz eindeutig nochmal hochstellen. Das war mein Fehler. Ist die... Oh, warte. Oh. Wir haben zu wenig. Wir haben viel zu wenig Essen. Da. So, die beiden gehen mal ganz schnell da zur Nahrung hin. Zum Glück habe ich da noch zwei Wagen stehen. Und dann muss ich massiv mal hier in kurz mal in Nahrungsinfrastruktur, da habe ich überhaupt nie aufgepasst. Hier ein neues Haus des Bärenpflückers. Hier ein neues Haus des Bärenpflückers. Hier ein neues Haus des Bärenpflückers. Scheiße. Einfach überhaupt nie aufgepasst. Prio muss deutlich erhöht werden. Entschuldigen Sie bitte. Das ist jetzt mal das Allerwichtigste. So. Also, wir haben jetzt hier erstmal das gröbste Problem beseitigt. Aber das ändert nichts daran, dass die Leute alle krank werden, weil ich keinen Friedhof habe. Oh, warte mal, der ist schon fertig. Doch. Das heißt... Eigentlich sollten jetzt die Toten... Let's go shoppen. Eigentlich sollten die jetzt abtransportiert werden, aber vielleicht bräuchte ich dafür wieder neue Häuser. Ich weiß es nicht genau. Eine Welle müssen wir noch überstehen und wir müssen natürlich auch noch die restlichen Rebellen besiegen. Hier ist alles okay. Das heißt nur noch hier, glaube ich. Dann gehen wir mal direkt darüber. Oder ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Schicken wir zwei hier runter. Von wegen zwei. Sind mehr als zwei. Ne, hier ist alles okay. So, dann ist, glaube ich, hier das letzte Haus tatsächlich schon. Dann müssen wir nur noch eine Welle überstehen. Die wird wahrscheinlich eher von unten kommen. So. Keiner hat Lust, sich diesen Leichen anzunehmen, die vor sich hin stinken. Krankheiten verbreiten. Die Häuser müssen natürlich mal fertig gemacht werden hier. Und wir brauchen Lebensmittel. Ja. Man muss erstmal wieder reinkommen, ne? Es ist lange her, dass ich das gespielt habe. Und das merkt man auch. They are attacking our buildings. What? Was? Warum? Habe ich hier noch welche drin gelassen? Nee, natürlich nicht. Hier irgendwo ist jemand noch. Da. Ja, ist ärgerlich. Aber es geht recht schnell. Das sollte hoffentlich ausreichen, um den zu stoppen. Habe ich meinen Katapult noch? Oder habe ich meinen Katapult verloren? Ich glaube, ich habe meinen Katapult verloren. Das ist natürlich nicht so schön. So, räumt er jetzt hier auf? Ja, er räumt da auf. Sehr gut. Da kann er ja mal Wache halten. Wichtige Bauprojekte. Und ich glaube, wir haben alle Rebellen im Tal getötet. Ich sehe jetzt hier keine mehr. Hier ist noch ein bisschen schwarz, aber ansonsten haben wir die ganze Karte aufgedeckt und ich sehe nichts Rotes mehr. Also wenn, dann ist hier noch was. Ah, doch, das ist mein Katapult. Das habe ich gerade nicht gesehen. Ah, sehr schön, es hat doch überlebt. So, das Haus ist ein bisschen zu spät fertig, weil es gibt, glaube ich, immer erst am nächsten Morgen dann neue Einwohner. Da werden wir direkt mal wieder tätig werden. Noch neue Häuser in Auftrag geben. Dass wir das schon mal haben. Nö. Also ich sehe keine Räuber mehr. Eigentlich ist doch alles gut. Hier vielleicht noch. Ganz in der Ecke. Oh, okay. Diesmal kommen die von hier oben. Alles klar. Hier haben wir schon einen Turm. So, jetzt...
müssen wir mal ein bisschen hier noch ein paar Leute pumpen. Und ganz wichtig, Türme. Die kommen von da. So, die kriegen jetzt wiederum auch eine hohe Priorität. Ja. Ja. Können wir später gucken. Beziehungsweise ich schicke mal einen eifrigen. Schicke ich mal hier, nur mal um zu gucken. Ich hoffe mal, ich trigger da nichts. Können wir vielleicht schon einmal gucken. So, und die gehen dahin, das ist gut. Beziehungsweise die können nach vorne. So, wir haben, ja, die sind nämlich schon krank jetzt hier. Das ist blöd, aber wir haben jetzt unser Nahrungsproblem, glaube ich, im Griff. Die Fischerhütten sind fertig. Was ist denn hier eigentlich los? Oh, da steht, hängt einer fest? Nee, ist okay. Now mehr. Moving. Hier können wir uns diesen Holzwagen mal holen. Oh. Oh Gott, die wollen einen letzten Angriff wagen. Oh, sehr schön, das wird hoffentlich noch fertig. Wir können noch nicht auf Stufe 3. Archer sind natürlich auch super, gerade wenn ich hier die Türme fertig habe. Ich meine, das Katapult kann auch auf einen Turm rauf. Ich habe original einen freien Arbeiter. Das ist ja kompletter Quatsch mit Soße. Vielleicht können wir ein paar Leute. Wovon haben wir denn richtig viel? Vielleicht so aus den Steingruben mal. Wir brauchen ein paar mehr freie Leute. Habe ich jetzt die mal kurz geleert. Zu wenig freie Leute. So. Archer, rauf da. Der Rest kann gleich darauf oder darauf. Wir werden sehen, was zuerst fertig ist. Das Katapult, ich glaube, das kann da auch rauf. Hoffentlich. Ich könnte natürlich jetzt auch hier noch eine Mauer bauen und die dann so ein bisschen eingrenzen. Ja, das Katapult kommt in die Mitte. Jetzt haben wir, jetzt ist nämlich neuer Morgen. Ganz kurz, ich hatte gerade 5 freie Arbeiter, jetzt habe ich 21. Was daran liegt, dass erst am nächsten Morgen die neuen Leute dann auch kommen. The enemy are preparing their final assault. Ja, okay. Oh fuck, das ging sehr schnell. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt noch fertig kriegen, den Turm da. All units are in combat. Oh Mann. Oh geil. Ich hab ein bisschen Eisen. Nee, okay. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd. Wir haben zu wenig Nahkämpfer. Glaube ich. Das wird hier wahrscheinlich nicht mehr fertig werden. Oh oh. Wir brauchen ein paar mehr Fernkämpfer noch. Nahkämpfer noch. Aber meine Archer regeln das, glaube ich. Also wenn jetzt die letzten Nahkämpfer klein beigeben, dann werden die Archer halt überrannt. Aber das sieht gut aus. Ja, das haben wir standgehalten. Hier sieht man das auch. Oh, fuck. Ich befürchte, ich habe da einfach komplett was übersehen. Das war massiv blöd. Scheiße. Ah, das... Dumm! Fuck! They are attacking our citizens. Oh fuck! Oh fuck, oh fuck! Oh no! Oh, das war voll dumm! Ach! Oh nein!
are attacking our buildings. Huh? Oh Mann. Die Kaserne ist gleich hinüber. Kaum noch Nahkämpfer. Shoot. Möglicherweise ist das ein großes Problem gerade. Meine Archer geben ihr Bestes, das Ding wird gleich fallen, leider. Die werden ja auch sofort niedergemacht, sobald die da rauskommen. Eine Chance, um was zu machen. Da geht es down. Jetzt habe ich nur meine Archer, aber das sollte doch reichen. Die wollen mein Haupthaus zerstören, aber das schaffen die nicht. Meine Archer machen das gut. Ich habe mir jetzt auch nicht mehr so viele Sachen in Auftrag gegeben, tatsächlich. Was haben wir hier? Kann man auch alles nutzen, ne? Ja, komm, die letzten kriegen wir. Oh, aber es sind ja nicht so wenige, ne? Ich weiß nicht, ob es jetzt noch was bringt, noch eine Kaserne zu bauen. Ich versuch's mal. Und zwar hier. Aber die letzten werden meine Archer jetzt nieder. Das werden ja auch immer weniger. Die kommen nicht an meine Archer ran, das ist gut. Mein Gebäude hält Stand. Wow, das war nochmal ein Schock. So, erste Mission erfolgreich. Yay! 1246 Aufständische zurechtgewiesen mit dem Schwert und dem Bogen gewonnen. Es kommt wahrscheinlich wieder eine etwas langatmigere Zwischensequenz. Ich habe ganze Arbeit geleistet. Mhm. Eine Nachricht vom Onkel. Caramelli scocibari pipilepki pupulta. Anna he uruputitum ruhunduru. Garagiju maratere kunda banen hanne petendei. Nur manene hene inundi. Das machen wir doch. Also, die nächste Mission der Kampagne. Pendarine. Ja, wir bleiben bei der mittleren Schwierigkeitsstufe. Fand ich jetzt okay. Mit ein bisschen mehr Erfahrung kann man da sicherlich dann auch ein bisschen die Schwierigkeit erhöhen. Oh, gibt es jetzt Kavallerie oder was? Oder sind die Bauern? Kein Bock mehr auf Steuern. Diese Lumpen wollen einfach nicht zahlen. Jetzt erschlagen die wahrscheinlich meine Steuereintreiber. So ist es. Und ihre Köpfe. Vielleicht sind es auch nur ihre Helme. Spießen sie auf. Ja, was sagst du dazu? Oh. Ja. Das ist natürlich. Ja, und tschüss. Kurukun Marankustu Scott Labidla. Labadirum Baraket Stabaratunda. Da müssen wir Rache nehmen.
Die Lage spitzt sich zu. Ja. Also das Spiel macht mega Bock. Die Zwischensequenzen sind ein bisschen erschöpfend. Aber ich will sie jetzt auch nicht abbrechen. Aber das könnte auch schneller gehen. Ach, guck mal hier. Eine kleine Schriftrolle. Lusuntu Ferdinand Barambulu, Rebele Gandurusse, Marmai Ramanidire, Garamberes Commander. Okay. Merendere Kundarere. Berdebes Minus Amarein. Baramber Kulubiridi. Borohan Deregandere. Garamere Horuntutu Penderein. Leverin Gundar Altundi. Gorunduru Garabet Scott Labidla. Meregidru Maramendra Manatstutra. Erimberin Borungetri. Nissato Kurukulki Kuruk. Oh, es hört einfach nicht auf. Baramenerin Borododo. Borumpere Karanti. Zoberi. Nerembere Kantutu. Kargadadra. Borum Kaikilopi Gridli. Okay, also. Wurde viel geredet, es hat lang gedauert. 4. Mai 1491, Tausende von Bauern aus dem ganzen Land strömen zu den Bannern eines gewissen Scottes Blutigen. Die Burg meines Onkels ist das letzte Hindernis, das seine Armee davon abhält, die Hauptstadt zu erreichen. König Ferdinand II., der Dicke, befahl mir, den Abtrünnigen um jeden Preis aufzuhalten. Diesmal sind es schon 6 Angriffe und alle feindlichen Angriffe abwehren, sonst werden sie sich der letzten Angriffswelle anschließen. Was? Anzeigen? Der Ziele? Ja, zeige ich an. Für den König, für die Menschen. Also, zeigt den hinterwäldlerischen Rebellen, wer das Sagen hat und zerquetsche ihre falschen Anführer wie eine Kakerlake. Erteile dem gekrönten Geier eine Lektion und stelle dich auf die Seite des unterdrückten Volkes von... Oh, okay. Jetzt haben wir sogar eine Wahl. Wir bleiben natürlich jetzt nur beim König. Die sollen gefälligst ihre Steuern zahlen. Von wegen unterdrückt. So, direkt mal Pause gemacht. Und ein paar wichtige Bauvorhaben direkt mal in Auftrag geben. Wir fangen mal an mit ein bisschen Hütten, denn wir brauchen neue Leute. Dann brauchen wir hier wunderbar Bärensammler. Und dann brauchen wir gleich noch einen Holzfäller. So, das macht er. Das ist super. So, jetzt lass mal gucken. Hier scheint es mir ein guter Wald zu sein. Aber das will ich einmal kurz überprüfen. Und hier haben wir auch wunderbar Fischis. Und wenn der Wald hier frei ist, dann können wir hier direkt... Ja, sieht gut aus. Keine Rebellen. Doch, da. Die müssen wir einmal kurz ausräuchern. Gar nicht so wenige, leider. Ach du Scheiße. Das ist echt, dann sind das... Fuck, warte mal. Oh, okay. Es könnte eng werden. Tatsächlich, aber... Hier lauern auch noch welche. Die wollen mir in die Seite fallen. Oh Mann, jetzt habe ich nur noch... Oh oh. Ja, warte mal, die Archer schießen halt original auf das Haus. Schießt doch erstmal auf die Leute. Kann man das...
Okay, also die müssen mal zurückkommen. Das war knapp. Okay. Aber das reicht. Wir brauchen dringend Holz. Und dann bauen wir hier einfach mal zwei Sägewerke rein. Und die sammeln sich hier. So, das heißt, am nächsten Morgen haben wir wieder mehr Einwohner und wir brauchen jetzt eine Kaserne, können wir uns noch nicht leisten, brauchen wir 80 Holz. Wenn das hier fertig ist, wird das vielleicht... Oh, was ist denn da los? Da war noch ein Frechdachs. Einfach so. Unfassbar. So, dann brauchen wir natürlich auch... Ah, wir sollten nicht zu viele Baufarben auf einmal machen. Wir haben 5 freie Bürger, das ist okay. Wir brauchen aber natürlich noch ein Lager. Und einen Kornspeicher brauchen wir auch. Wir bauen mal als erstes... Vielleicht so zwischen diesen beiden... Sammlern hier noch sowas. Damit wir Nahrung... speichern können. So, super, das ist gut. Du kannst mal hier deinen Radius ein bisschen einkürzen. Du auch. So. Und dann bauen wir hier in die Mitte noch ein Lager. So. Das ist wichtig. Und dann müssen wir natürlich gucken, dass wir hier noch ein bisschen Fischis auch sammeln. Oh, das ist natürlich jetzt... Warte mal, wir können es nur hier. Wir werden sehen. So, jetzt haben wir 12 Holz, aber das wird jetzt ja mehr werden, sekündlich. Und dann können wir als nächstes mal schauen, dass wir auch eine Kaserne... Oh, hier sind nämlich Leichen. Das heißt, wir brauchen auch wieder einen Friedhof. Direkt zu Beginn vielleicht. Können wir eigentlich hier machen, oder? Ich will natürlich jetzt nicht, dass... Wie groß ist so eine Steinmine? Kann ich nicht gucken. Ich will ja auch die Bäume jetzt nicht abhacken, aber so müsste doch gehen, oder? So, da kommt die Hütte locker hin. Hier haben wir auch Fischis. Stein, Eisen. Was? Warum? Was erlauben die sich? Deswegen haben wir meine Leute hier stehen gelassen. So. Jetzt haben wir hoffentlich genug Leute. So, hier ist jetzt das. Alles klar, jetzt könnt ihr mal die Leichen da einlagern. Damit wir hier keine Krankheiten kriegen. So, wir bauen noch mal eine Fischerhütte und so, jetzt haben wir das Nahrungspotenzial von 150. Was haben wir hier noch? Müssen wir natürlich irgendwann auch mal noch mal ein bisschen erhöhen, sonst verschwenden wir zu viel. Vielleicht sollte ich hier noch eine zweite bauen. Gar nicht. Nee, das ist Quatsch. Nee, jetzt müssen wir mal eine Kaserne bauen. Da bist du. 80 Holz. Wir haben 56. So, könnt ihr mal hier die Leichen bitte einsammeln? Ich weiß gar nicht, muss ich das machen? Ich doch eigentlich manuell, dachte ich. Oder wie sieht das aus? Wir haben auch genug Leute, die das machen könnten. Fände ich gut, wenn ihr das jetzt mal macht. So, jetzt können wir uns eine Kaserne bauen. Das ist ultra wichtig. So. Ohne Kaserne keine Truppen. Ohne Truppen keine Chance. So, während die paar, die können wir ein bisschen noch nach vorne leicht vorsichtig scouten. Wir haben jetzt nicht die Chance, uns da großartig zu wehren. Ihr habt einfach zu wenig Leute. Aber hier ist so viel Wald.
Ah, wir machen ganz langsam und vorsichtig nähern wir uns hier. Da sehe ich nämlich schon Hütten. Ja, machen wir kaputt. Oder kommen schon die anderen Leute hier an? Ja, jetzt preschen sie vor. Aber da sind auch welche. Nicht ungefährlich, wenn ich jetzt Leute hier so trigger. Ich ziehe mich mal ein bisschen zurück. Die Kaserne ist fertig und wir bauen ein paar neue Truppen. Und erst wenn die aufgefüllt sind, wage ich mich weiter. So, wir können direkt nochmal Häuser nachlegen. So, da kommen die Leute. Wie sieht's aus? Lebensmittel. So, das ist gut. Da sind wir gleich ein bisschen schlagkräftiger und dann können wir wieder ein bisschen Gebiete hier freilegen. Und hier noch eine Holzhütte errichten dann. Gut, sieht schon sehr viel besser aus als eben. So, dann tasten wir uns hier vor. Was haben wir hier noch? Naja. Diese aufmüpfigen Bauern, die einfach keine Steuern zahlen wollen. Wo kommen wir denn da hin? Also da ist Essen, das können wir auch einsammeln. Sehr gut, die machen da weiter. Und ich baue mehrere Sägewerke noch. Eins und zwei und dann bauen wir noch so. Und die räumen hier auf, das ist gut. Alle vertreiben, die sich hier nicht an Recht und Ordnung halten wollen. Was, wo? So, das war das von ihm. Gut. 71 Holz, das ist, wir bauen nochmal eine Hütte. Okay. Warum? Warum machen die das? Wo denn? Nee, ich sehe gar nichts. Ganz gut. So. Wir räumen hier weiter auf. Oh Gott, da ist eine größere Ansammlung von Frechheiten. Oh, scheiße. Ah, okay. Ja, 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 ja. Ich schon. Ja, ja, ja. Müssen wir ein bisschen nachpumpen. Oh, die haben auch, die haben Katapult. Das ist sehr unangenehm. Warte. Fuck. Schnell weg. Oh fuck, das war ein massives Problem. Oh fuck, schnell weg. Oh, die haben Katapult, das... Au, fuck. Die machen vor allem meinen Wald dadurch kaputt. Oh, die haben eine richtig miese Reichweite. Warte, Kaserne, mal ganz kurz, die ziehen wir jetzt zurück. Okay, ganz kurz einmal neu sammeln. Und wenn wir aus der Katapultreichweite sind, dann... Was? Wo? Hä? Das muss ein Scherz gewesen sein. Ein sehr übler, unangenehmer Scherz. Den ich nicht lustig finde. Warum sammeln die Leichen nicht ein? Wo kommt der denn her? Okay, so. Ich glaube, das sollte reichen. Wir müssen relativ schnell das Katapult attackieren, sonst... Our people are under attack. Haben wir ein Problem. Wo? They are attacking our buildings. Wo denn? Da. Wo kommt der denn her, dieser eine Hansi da? Mit seiner kleinen... Mistgabel. Was ist denn das? So, wir müssen irgendwie schauen, dass wir uns clever nähern. Und dieses Katapult platt machen.
locken wir mal wieder welche raus. Oh, Katapult hat uns, glaube ich, noch nicht erspäht. Oh, da kommen auch noch welche. Oh, zwei Frontenkrieg, scheiße. Gut. So. Ah, ganz langsam und vorsichtig. Alles kaputt machen. Sehr gut. Da ist das Katapult irgendwo. Ah, jetzt kommen die, sehr schön. Ist das Katapult? Okay, tschüss. Das lassen wir uns das. Oh, das sind so Riesen. Knubblis. So, aber das kann doch jetzt. Oh no, da kommen. Als. Oh, okay. In zwei Minuten. Von hier kommen die Tybis. Oh, ich hoffe, die gehen jetzt hier nicht rechts rum. Tja. Wir müssen jetzt dringend tätig werden. Bauen hier zwei Türme und dann. So. Oh, hier ist schon wieder die nächste. Oh, die haben so einen Ork. Oh, der ist richtig. Der ist ja richtig gemein, gefährlich. Wo denn jetzt schon wieder? Warum? Oh no. Oh no, why? The city is under attack. Mein Holzfäller, warum machst du das? Ihr Schweine. Das werde ich nicht mehr rechtzeitig schaffen. Bin ich richtig daneben von den Typen. Oh, das ist eine Sekunde. Das ist ja das Allermiese. Habe ich die alle verloren, den Rest? Ist nichts mehr übrig. Oh oh. So, bitte die Türme fertig machen. Das wäre sehr schön. Ja, Holzfäller ist erstmal. Aber hier haben wir jetzt der neue Holzfäller. Was ist hier? Da, ey, warte. Der eine wurde nie gebaut. Hier hatte ich ja noch einen vorgesehen. Wurde nie gebaut. So, wir sollten auch nochmal einen weiteren Nahrungsspeicher bauen. Wo jetzt schon wieder? Das ist ja völlig wahnsinnig. Was erlaubt er sich denn? Oh, kann der viel aushalten. Oh, oh no. Das war das aber nicht gedacht. Oh no. Diese neue Ork-Klasse ist besorgniserregend. Oh, mein Turm. Oh, fuck. Die würden sich sonst wahrscheinlich dem Angriff... Ach, du Scheiße. Oh, no. Oh, wir haben ein Problem. Jetzt geht auch noch der Angriff. Oh, das hat ein super schlechtes Timing. Ich befürchte, das könnte zu einem massiven Problem werden gerade. Ja, das könnte schon das Ende sein. Oh oh. Oh oh oh. Jetzt weiß ich natürlich nicht, von wo die Welle kommt, aber das habe ich, glaube ich, ein bisschen kaputt gemacht hier gerade. Wenn die Welle jetzt hier rumkommt, dann GG. Und alle meine toten Leute hier. Die kommen natürlich jetzt alle einzeln rein, das ist kompletter Mist. Oh
Our troops are under attack. Ja, fürchte ich auch. Okay, die kriegen sie jetzt weg. So, jetzt weiß ich aber nicht, von wo die kommen. Wenn die von hier kommen, sind wir tot. Wir müssen hoffen, dass die hier auf den Turm zulaufen. Nee, das war's. Okay. Ja, wir können sie eigentlich direkt ins Haupthaus schicken. Oh, scheiße. Ja, das ist jetzt massiv dumm gelaufen. Können wir mal beschleunigen. Alle da drin, ja. Okay. Oder schaffen wir das noch? Ja, die halten sich gerade ein bisschen mit dem Turm auf. Ah, vielleicht haben wir Glück. Hm. Oh, vielleicht klappt das da noch. Vielleicht meine ganzen Archer. Die müssen alle raus. Turm ist kaputt. Aber der Ansturm war nicht so groß. Glück gehabt. Herzlichen Glückwunsch. Die Armee, die ihr gerade besiegt habt, bestand aus kronentreuen Bauern, die vor meiner Gerechtigkeit fliehen. Schreibt euer Testament, denn ich, der zukünftige König Scott I. von Samraignia, habe es euch auf euch abgesehen. Alles klar. Als Chronist des Nachfahren von Duncan Ironbow muss ich mich in Sicherheit bringen. Ja, okay, okay. Das war so halb gut. Was? Immer noch? Oh, das gibt's doch nicht. Hier. So, okay, okay, okay. Wir haben keine Steine. Wir müssen jetzt für Steine sorgen. Warum? Hallo? Was ist los? Nicht genug Leute. Jo, dann machen wir mal den Rest hier platt. So viele Leichen überall. Und wir müssen mehr Häuser bauen. Ohne Häuser? Keine Leute. Wieso habe ich denn da das die Öffnung? Ja, spielt das denn überhaupt eine Rolle? Ich weiß es nicht. Camp platt machen. Da kommen noch welche. Ziehen wir sie alle raus. Ist gut. Genau so war es geplant. Die lernen halt auch nicht dazu, ne? Die sind halt auch nicht in Kriegskunst ausgebildet. Das sind einfach nur wilde Bauern. Die sauer sind. Nee. Du sollst zusammenbleiben. Hab ich gerade noch von Ausbildung gesprochen. Nee, erstmal die Leute platt machen. Gibt's hier eine Taste, dass ich denen sagen kann, die sollen erstmal die... Stärksten angreifen. Ja. Okay. Sehr schön. So, da haben wir die aber auch geschändet hier. Und dann müssen wir jetzt mal gucken, dass wir da... Troops are under attack. Ja. Den vermaledeiten das Katapult halt, ne? Oh no, da ist wieder so ein Riese. The city is under attack. Warte, wo jetzt schon wieder? Warum? Oh ja. Komm die her. So gar nicht. Machen die hier meine Häuser kaputt? Achso, wir nehmen uns erstmal hier den. Ist gut. Ah, da ist noch einer. So, jetzt müssen wir uns durch den Wald. Fuck, da.
Katapulte. Oh, die haben ja mehrere Katapulte. Oh, scheiße. Rückzug. Massives Problem. Aua. Ach, du grüne Neune. Ja, überhaupt keine gute Idee. So. Flüchten wir uns in den Turm. Gut gemacht. So, wir brauchen langsam mal einen Heiler. Warum werden die nicht wegge... Muss ich hier... Wie ist denn das? Muss ich den Friedhof was... Wieso? Warum werden die nicht weggeschleppt? Warte mal. Wie war das denn? Muss ich da jetzt irgend noch ein Ziel setzen oder irgendwas? Warum machen die das nicht? Bin mir nicht sicher, warum die das nicht machen. Das ist übrigens auch eine gute Idee. Das kann ich ja jetzt schon machen. 5 dunkle Ritter beschwören. So, wir können mal unsere Archer verbessern. Okay, dann brauchen wir eindeutig mehr Trupps. Und wir müssen so langsam mal verbessern. Da brauchen wir noch 100 Stein für. Die lassen einfach überhaupt nicht locker, ne? Wo? Wo? Hier. Da. Frech. Was ist das für ein Zombie? Das ist im wahrsten Sinne ein Zombie gewesen. So, die sind noch da, alles klar. So, wir brauchen mehr Steine. Und ein Lager hier noch in der Nähe. So. Ah, der Weg zur Burg ist natürlich jetzt nicht so weit von da, tatsächlich. Aber das ist ein Lager, erhöht ja auch die Kapazität. Wo denn jetzt schon wieder? Okay. Haben wir hier irgendwelche Wagen noch? Das müssen wir nochmal richtig zerstören. Die müssen nochmal raus. Und so. Die sammeln sich jetzt alle. Und dann müssen wir das Lager hier mal langsam räumen. Die sind mir hier zu frech. Okay, neue Truppen. Braucht das Land. Boah, das sind richtig viele auch von mir gestorben. Ja. Research complete. Okay, Research is complete. Kurz Pause und dann machen wir das direkt, die Archer einfach verbessern. Boah, die gammeln da alle vor sich hin, die Armen. So, Katapulten, müssen wir aufpassen. Ja. Oh, richtig viele. Okay, und Rückzug. Lock die einfach alle mit. Oh ja. Ah, die hauen ab. Jetzt ist ja ein Tanz, ne? So, wollte ich das? Hier warten die zum Glück, weil die sehr dumm sind. Eieieiei. Ach du grüne Neune, ey. Da ist richtig was los. Oh, mehr Nahkämpfer. Also Research complete. Wie sieht das aus? Noch keine Schwertkämpfer. Wir brauchen mal... Die Sachen sind auch wichtig. Geschwindigkeit, Bau- und Reparaturgeschwindigkeit. Haltbarkeit der Verteidigungsanlagen. Bewegungsgeschwindigkeit ist schon mal sehr gut, finde ich. Wo, wer, ich,
hab's leider vergessen, wie das geht, warum die Leichen nicht wegräumen. Ob ich weiß nicht, muss ich da irgendeine Nadel setzen oder sowas? Warte mal. Größer den Radius der Arbeiter. Irgendwo muss das gehen und ich weiß nicht wo und das macht mich gerade ein bisschen verrückt. So, wir bauen nochmal hier. Zack, und dann ein Lager direkt vor der Nase. Ja. Wie war das mit den Leichen? Der Friedhof ist doch da. Warum? So, in 2 Minuten geht's nämlich hier weiter. Der nächste Angriff kommt von da. Da werden sich womöglich auch wieder welche auf dem Weg anschließen. Dann lass uns mal hier ein paar Türme bauen, bevor die kommen. So, die müssen wir fertig kriegen. Und wir brauchen mehr Leute. Sonst wird das gefährlich. Okay, die... Wo? Warum? So, die können mal raus. Ich finde das so frech. Wo sind die denn? Hier irgendwo? Man sieht die ja nicht mal. Da. Die Zombie-Brut. So, wo habe ich die jetzt geschickt da? Einmal alles sammeln. Türme werden gebaut, ist gut. Wir haben noch 1 Minute Zeit. Ich will nicht, dass die mir hier in den Rücken fallen, um ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt will ich die noch einmal kurz vorher platt machen. Viele sind das nämlich. So, Research complete, das ist gut. Machen wir als nächstes. So. Oh fuck. Und weg. Das war das Katapult. So. Okay, jetzt gehen wir hier hin und in 35 Sekunden geht es hier weiter. Zack, da. So, du gehst da hin und jetzt machen wir die Archer in die Türme. Die restlichen Archer in die anderen Türme. Und dann muss das doch klappen. Ja. Oder? Was meint ihr? Hey! Okay. Jetzt kommen sie gleich in 7 Sekunden. Wo schon wieder? Wo? Warum? Enemy forces are approaching. Fuck, das ist genau das, was ich befürchtet hatte. Ach shit, jetzt habe ich hier so einen Zwei-Fronten-Krieg. Kann das vielleicht sein, dass das die Toten sind? Das sind Zombies, ne? Das sind die Toten, die wieder auferstehen. Sind das meine eigenen Leute oder die der Bauern? Ich habe das Gefühl, ich check das mit dem Friedhof nicht. Was ist das Problem? Muss ich den Radius erhöhen? Aber die sind ja auf jeden Fall im Radius. Oh, da muss ich nochmal nachlesen. Das ist auf jeden Fall gerade ein bisschen blöd. Wachturm. Schutzturm. Ja, kann man coole Sachen machen hier. Aber noch, ich muss einmal ein bisschen forschen noch. Das ist, glaube ich, gar nicht so eine dumme Idee, das mal jetzt zu machen.
weil damit kann ich dann die Zauber anwenden. Ich habe ja immerhin schon 9 von diesen Kristallen. Aber ich brauche leider... Fuck, wie mache ich das jetzt? Fuck, 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 fuck. Ah, they are attacking our buildings. Eieiei. Muss jetzt ohne die zweiten Archer auskommen. Die brauche ich. The city is under attack. Mann, muss das denn sein? Oh, oh, oh. Jetzt haben die hier meine schöne Steinproduktion attackiert. Reichen die ja, ne? Ja, die reichen. Oi, 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 oi. Sind die? Kannst du auch mal irgendwas machen? So, und jetzt haben wir natürlich... Oh, fuck. So, wie sieht das jetzt hier aus? Ja, die haben das auch noch wieder zerstört. Mist! Oh, oh. Na, aber das schaffen wir, glaube ich. Aber das war richtig schlechtes Timing einfach. So. Jetzt habe ich hier sogar viele Leichen rumfliegen, die vermutlich wieder... Ah, ne. Was? Warum? Warum macht ihr das? Oh ja. What now? Wo wird jetzt schon wieder ge... Okay, also diese Zombie-Plage ist nun wahrlich... nicht in Ordnung. Okay, ich glaube, hier sind wir durch. Das heißt, die können wieder raus. So. Und ich weiß nicht, warum die nicht abgeholt werden. Ich habe irgendwas falsch gemacht. So, ich muss hier weiter aufräumen. So, das war ein Problem. Irgendwo wird noch gehackt. Wo denn noch? Wo denn noch? Hier? Das gibt's doch gar nicht. Irgendwo wird noch gehackt. Ich sehe nicht wo. Da. Oh no, oh no. Die gehen gezielt auf meine Steinindustrie. Okay, das ist die Zombies machen mir hier richtig Chaos. Ich muss mehr Türme bauen. Das habe ich so nicht gewollt. Mann, hier stinkt die vor sich hin. Ja, müsst bitte das Katapult zuerst platt machen. Okay. So, das hier wird jetzt komplett leer geräumt. Wo? Können wir mal patrouillieren oder so? So, auf patrouillieren. Von da nach da. Patrouille. Müssen wir mal rumlaufen, um zu gucken, dass mir da keiner in den Rücken fällt. So, wir haben auch zu wenig Essen. Wir haben uns leider innerhalb dieses schlimmen Abwehrkampfes hier nicht genug auf die Essenssituation eingestellt, was ein massives Problem ist. So, aber die sind jetzt hier weg. Und wir nutzen die Zauber das nächste Mal. Okay.
are attacking our buildings. Entschuldigen Sie bitte so langsam. Das ist auch noch nicht mal mein Zombie, sondern so ein Bauerntölpel. Ja, schon deutlich anspruchsvoller die zweite Runde, muss man sagen. Der nächste. Stück für Stück. The city is under attack. Also es ist echt ein bisschen. Machen die hier? Patrouille jetzt? Patrouillieren einfach bitte bis da. Hin und her laufen. Die machen einfach nicht mit. Obwohl noch so viel zu tun ist und dieser riesen Ork da einfach auch rumläuft. Wir haben Diseases. Wir sollten ein Krankenhaus auch bauen. Hier, da sind sie alle. Viel zu tun. Der dicke Feld, sehr schön. So, die machen wir jetzt ja auch nieder. Ganz schön viele Leute haben die. Wie viele Bauern sind denn unzufrieden? Ich befürchte alle. Ich befürchte, wir stehen auf der falschen Seite der Geschichte. Ich befürchte, die haben ganz schön viel Katapulte. Schnell weg. Sollen die doch ihre eigenen Leute platt machen? Das ist mir doch egal. So, weg. Der angetäuschte Rückzug. Gut. So, jetzt das Gebäude da noch. Wo sind die? Ach scheiße, nee. Oh, fuck. Okay, da brauchen wir ein paar mehr Truppen für. Autsch. Lächerliche Reichweite. Und hier ist auch wieder ein bisschen Action irgendwo. Also das ist eine deutlich anspruchsvollere zweite Mission. Aber an der Stelle machen wir eine Pause. Das ist Diplomacy is not an option. Eine Vorabversion der Vollversion, die in Kürze auch für alle verfügbar sein wird. Mir macht das Spiel echt eine Menge Spaß. Das ist jetzt der Kampagnenmodus. Es gibt natürlich auch einen Freibaumodus, wo ihr dann machen könnt, was ihr wollt. Es gibt halt dann so einen Modus, wo ihr dann ja, einfach Welle nach Welle bekämpft. Die werden immer krasser und ihr habt dann irgendwann natürlich super viele Mauern um euch rum und diese Mauern besetzt ihr dann mit Katapulten und mit Archern und Armbrustschützen und was dann im Laufe des Spiels alles noch freigeschaltet wird. Wir haben diese Forschungskomponente und so. Also es macht echt Spaß. Das ist so, finde ich, ein schöner Zeitvertreib zur Entspannung, obwohl es hier gerade auch relativ hektisch zugeht. Freue mich sehr über Kommentare zu diesem Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen, Leute.